Eben gerade hat DHL Express bei mir geklingelt, denn heute ist iPhone Launch Day und ich habe hier einmal das iPhone 16 Pro und auch das normale iPhone 16. Und ich würde sagen, in diesem Video packen wir einmal beide Geräte ganz entspannt aus und schauen, was sich so im Lieferumfang befindet. Und wenn dich Videos rund um Apple und das iPhone interessieren, ist mein Kanal genau der richtige für dich. Lass jetzt also gerne kostenlos ein Abo da. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich mich einmal für die blaue Variante des iPhone 16 entschieden und für die Wüstenrot-Variante des iPhone 16 Pro. Und wir sehen auch direkt den größten Unterschied bei der Verpackung. Nämlich hier sehen wir einmal beim iPhone 16 die Rückseite des iPhones, denn das kann man optisch sehr gut erkennen, dass es sich hierbei um das neue iPhone handelt, nämlich durch die neue Kamera, durch das neue Layout. Und beim iPhone 16 Pro haben sie bewusst die Vorderseite gewählt, denn optisch von der Rückseite sieht das Gerät einfach identisch aus wie ein iPhone 15 Pro. Die Displayränder sind hier bei der Vorderseite beim Display etwas schmaler geworden, deswegen haben sie sich hier mit Sicherheit auch wegen dem neuen Wallpaper eben für die Vorderseite entschieden. Also Apple hat sich hier bewusst dafür entschieden, jeweils die bestmögliche Neuerung der neuen Geräte zu zeigen, denn allzu viel Neues ist ja tatsächlich nicht dabei, zumindest optisch nicht. Starten wir mit dem iPhone 16, wie gesagt hier in der blauen Variante, und auf der Rückseite haben wir dann hier wieder einmal diese zwei Papiertabs, die wir einmal entfernen können, um das Gerät auszupacken. Also hier jetzt einfach einmal aufmachen, wenn es denn mitmachen möchte. So, und dann haben wir hier einmal das iPhone 16 und das werde ich jetzt einmal herausnehmen. In diesem wirklich schicken Blau, gefällt mir auf jeden Fall richtig gut, ist eine sehr schöne Farbe, endlich mal wieder ein bisschen knalliger. Neben dem iPhone 16 haben wir dann hier natürlich noch etwas mehr im Lieferumfang und hier ist auf jeden Fall der Fokus auf etwas, denn viel ist es tatsächlich nicht. Wir haben hier einmal das SIM Eject Tool und dann haben wir hier ein umflochtenes USB-C Kabel, USB-C auf USB-C. Natürlich ist weiterhin kein Netzstecker oder so mit dabei, wirklich nur noch das Kabel, aber dieses ist auf jeden Fall schön hochwertig. Und als nächstes haben wir dann hier noch einmal das Ganze hier rausbekomme, etwas Papierkram. Wir auch einmal auspacken, wenn es dann möchte. Und zwar hier natürlich eine Anleitung, Garantie und so weiter, also ein paar Informationen. Aber was auf jeden Fall besonders ist dieses Jahr, es gibt keine Apple-Sticker. Also erstmalig sind die Apple-Sticker nicht mehr im iPhone-Lieferumfang mit dabei, laut Apple natürlich aus Umweltgründen. Ihr könnt weiterhin Apple-Sticker bekommen, solltet ihr noch keine haben. Und zwar im Apple Store, wenn ihr das Gerät dort vor Ort kauft, dann könnt ihr einfach sagen, dass ihr gerne Apple-Sticker dazu haben möchtet. Ansonsten fallen diese in diesem Jahr bei beiden Modellen weg. Machen wir weiter mit dem iPhone 16 und ich muss echt sagen, dieses Blau gefällt mir richtig gut. Wenn dieses iPhone ein 120 Hertz Display hätte, dann würde ich auf jeden Fall vom Pro auf dieses hier wechseln, weil dieses Jahr finde ich die Farben wirklich richtig schick, also muss ich echt sagen. Und ich mag auch irgendwie die Kameraanordnung tatsächlich lieber. Sieht insgesamt wirklich sehr, sehr schön aus, also hier wirklich sehr gute Farben. Und jetzt werden wir einmal hier kurz das Display von der Folie befreien und dann sehen wir hier das 6,1 Zoll Display. Ganz klassisch, kennen wir bereits. Auf der einen Seite haben wir dann hier links einmal den SIM-Kartenslot, der ist weiterhin in der europäischen Variante, also hier in Deutschland, vorhanden. Dann natürlich lauter leiser und hier neu beim iPhone 16 jetzt auch der Action-Button, wie zuvor beim iPhone 15 Pro. Auf der anderen Seite haben wir dann einmal den Power-Button. Und dann hier ganz neu Camera Control als neue Taste. Apple möchte nicht, dass man es Taste nennt, aber im Grunde genommen ist es eben ein neuer Button, der unter anderem auch Touch-Gesten erkennen kann. Also ziemlich cool, da bin ich sehr gespannt, das Ganze auszuprobieren. Aber das ist eben auch mit die größte Neuerung. Also hier Camera Control, dann die neue Kameraanordnung, die neuen Farben und dass hier eben der Action-Button mit dabei ist, sowie eben die Apple Intelligence Unterstützung, die aber erst einmal natürlich nur in den USA verfügbar sein wird, nur auf Englisch, und wir das Ganze in Deutschland erst später bekommen werden. Was mir hier gerade auch noch aufgefallen ist, das iPhone ist ja am Rahmen relativ matt und auch die Rückseite ist hier relativ matt. Also wir haben eigentlich gar keine glänzenden Elemente mehr, außer oben einmal die Kamera und hier das Apple-Logo. Und ich finde, dass das wirklich richtig hochwertig aussieht. Also man merkt auf jeden Fall, dass Apple sich hier dieses Jahr mehr irgendwie auf das iPhone 16 konzentriert hat und weniger auf die Pro-Modelle, weil das wirkt wirklich sehr, sehr wertig. Ich meine, es kostet ab 950 Euro, ist also auch wirklich teuer, aber man bekommt hier zumindest, was so die Haptik angeht und das Aussehen, wirklich ein sehr, sehr schickes
modernes iPhone. Gefällt mir auf jeden Fall wirklich richtig gut. Wenn ihr euer neues iPhone 16 oder iPhone 16 Pro wirklich schützen wollt, dann schaut euch die neuen Casetify Ultra Bounce Cases an. Diese Hüllen bieten den ultimativen Schutz. Mit bis zu 10 Meter Fallhöhe getestet, sind sie extrem stoßfest und das liegt an dem neu entwickelten Ultra Bounce Corners und dem 10-fachen Militärstandard. Die Cases besitzen eine spezielle Echo-Shock-Technologie, die den Aufprall absorbiert und euer iPhone selbst bei harten Stürzen um 360 Grad sicher schützt. Aber Casetify wäre nicht Casetify, wenn es nicht auch ums Design ginge. Ihr habt wie immer eine riesige Auswahl an coolen, anpassbaren Designs. Und das Beste daran: ihr müsst nicht auf Style verzichten, um euer iPhone zu schützen. Es gibt MagSafe und natürlich auch viel schlankere Impact Cases. Und Casetify legt Wert auf Nachhaltigkeit. Die Cases bestehen aus recycelten Materialien, was den Schutz eures iPhones noch ein bisschen besser macht, da die Cases gleichzeitig umweltfreundlicher sind. Wenn ihr also ein Case sucht, das maximale Sicherheit für euer neues iPhone 16 oder bestehendes iPhone in vielen verschiedenen Designs garantiert, dann schaut euch die Cases von Casetify einmal etwas genauer an. Den Link findet ihr natürlich jetzt unten in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem iPhone 16 Pro und ich habe hier die Farbe Wüstensand gewählt. Normalerweise fand ich die Titan-Naturfarbe beim iPhone 15 Pro wirklich sehr schick, hätte diese auch gerne wiedergenommen, aber da die Geräte sich nahezu nicht unterscheiden, dachte ich, probiere ich mal was anderes aus, nehme hier mal die Wüstensandfarbe, die mit Sicherheit auch ganz schick aussieht, aber die Titan-Naturfarbe, die gefällt mir auf jeden Fall wirklich auch sehr gut. Ansonsten sehen wir hier, wie bereits erwähnt, einmal das iPhone 16 Pro mit dem Display nach vorne und auch hier können wir jetzt einmal die Tabs hier entfernen und dann auch hier einmal das Gerät aus der Verpackung holen. Und dann sehen wir hier auch schon die Farbe und die ist wirklich sehr, sehr leicht. Also es ist keine satte Farbe, sondern wirklich sehr leicht. Sieht aber wirklich schick aus, geht tatsächlich in so ein Roségold. Ich finde, in den Videos, die man sonst so gesehen hat, in den Pressevideos, sah das Ganze doch irgendwie ein bisschen gesättigter aus, ein bisschen mehr in die Richtung Bronze, aber ich würde sagen, das ist tatsächlich eher Roségold. Finde ich aber auf jeden Fall auch ganz schick. Auch das legen wir einmal ganz kurz zur Seite. Hier hat sich aber im Grunde genommen natürlich nichts geändert. Also auch hier einmal das USB-C auf USB-C-Kabel mit so umflochtenem Material, was sehr viel hochwertiger ist und auch länger halten sollte. Und dann hier einmal das SIM-Eject-Tool und auch hier Papierkram, keine Apple-Sticker, gleicher Lieferumfang, genauso spannend, genauso langweilig, also da hat sich hier jetzt auch nichts verändert. Daher würde ich sagen, werfen wir jetzt einen etwas genaueren Blick auf das iPhone 16 Pro und hier würde ich auch mal ganz kurz einmal die Folie entfernen und das Gerät auch einmal starten, denn eine optisch etwas größere Neuerung ist das Display bzw. die dünneren Displayränder. Dieses iPhone, das ist ein iPhone 16 Pro, hat jetzt 6,3 Zoll Displaygröße und dünnere Displayränder im Vergleich zum Vorgängermodell. Und das soll man tatsächlich auch sehen können. Ansonsten gleiches Kameralayout. Wir haben hier den Power-Button neu, jetzt auch hier Camera Control. Also auch dieser Button ist jetzt mit neu da. Und auf der anderen Seite haben wir dann auch hier einmal den Action-Button, wir haben die Lautstärke und wir haben auch hier einmal das SIM-Fach, also das ist alles immer noch genauso, wie wir es eben kennen. Und jetzt habe ich hier das iPhone einmal gestartet und jetzt können wir auch schon sehen, dass die Displayränder wirklich sehr, sehr dünn geworden sind. Ich finde, nicht so viel dünner als erwartet im Vergleich zu einem iPhone 15 Pro, was auch schon sehr dünne Displayränder hat, aber die sind schon wirklich sehr, sehr dünn und es sieht wirklich fast noch so aus, als ob man Glas bzw. ein Display in der Hand halten würde. Als Vergleich zum iPhone 15 Pro habe ich hier mal die Einstellung geöffnet, ebenfalls eine weiße App und da kann man das dann doch schon sehen, dass die Displayränder beim iPhone 16 Pro schmaler geworden sind und wir sehen auch ganz leicht, dass das iPhone 16 Pro höher ist, also es ist insgesamt etwas größer geworden. Sonst sind es optisch aber wirklich nahezu identische Geräte. Wir haben hier im Grunde genommen wirklich nur eine andere Farbe und Camera Control sowie eben auf der Vorderseite etwas schmalere Displayränder. Sonst könnte man echt nicht unterscheiden, dass das hier ein Jahr neuer ist bzw. die aktuelle Generation und dieses iPhone schon ein Jahr älter ist, also die Vorgängervariante. Und wenn man hier auch die Titan-Naturfarbe nimmt beim iPhone 16 Pro,
dann sieht man den Unterschied tatsächlich noch weniger. Ich denke, grundsätzlich sind das hier schon gute Upgrades, gerade wenn man ein älteres Gerät hat, wenn man ein iPhone 10S, iPhone 10R, 11, vielleicht auch iPhone 12 hat und die Geräte laufen nicht mehr so wirklich, dann kann man auf jeden Fall wechseln, auch wenn man ein iPhone 13 hat und möchte mal etwas Neues ausprobieren, möchte vielleicht zukünftig Apple Intelligence nutzen, dann ist der Wechsel auf jeden Fall empfehlenswert. Wenn ihr aber ein iPhone 14 oder iPhone 15 habt, dann kann ich euch echt nicht empfehlen, hier zu wechseln, außer ihr wollt wirklich unbedingt Apple Intelligence nutzen. Dann könnt ihr natürlich ebenfalls wechseln. Das wird aber noch ein bisschen dauern, bis das Ganze bei uns in Deutschland in der EU verfügbar sein wird. Und daher kann man auch so ein bisschen abwarten. Vielleicht sinken da sogar noch etwas die Preise. Und damit wären wir dann auch schon am Ende dieses Videos und meinem kurzen Unboxing zum iPhone 16 und iPhone 16 Pro angekommen. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir mal eure Meinung zu den neuen Geräten unten in die Kommentare und vergesst nicht, meinen Kanal für weitere Videos rund um das iPhone 16 und iPhone 16 Pro zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.